Wir starten gleich unsere Pressekonferenz. Mein Name ist Jules Grandier. Ich wollte nur kurz die Zuschauer auf ESA TV begrüßen, die uns schon gleich ein paar Minuten zusehen, wie wir brav den Beginn der Pressekonferenz abwarten. Also jetzt fangen wir an offiziell. Vielen Dank, Peter. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Jules Grandier. Ich bin Leiter der internen Kommunikation bei der ESA. Ich werde heute euer Moderator sein an diesem historischen Tag. Historisch, denn zum ersten Mal seit 2008 wird die Europäische Raumfahrtagentur ESA neue Astronautinnen und Astronauten rekrutieren. Die ausgewählten Kandidaten werden die Reihen des bereits aktiven Astronautenkorps stärken und mit ihnen zusammenarbeiten, um die künftigen Missionen und des Programms der ESA durchführen. Was sind diese Missionen? Welche Profile werden gesucht? Wer kann sich bewerben? Und was sind die Neuerungen dieser Ausgabe? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir Sie zu diesem natürlich virtuellen Event im Modus 2021 eingeladen. Bevor wir die ESA-Experten begrüßen, die mich heute begleiten werden, einige Details, um Sie über Folgendes zu informieren. Eins, die Pressemappe ist für Sie auf esa.int/newsroom verfügbar. Der Link ist auch in dem Chat rechts im Bildschirm. Heute starten wir auch eine Webseite mit allen Informationen zur Auswahl, esa.int/yourwaytospace. Sie können die Kampagne in den sozialen Medien mit dem Hashtag yourwaytospace verfolgen. Wir fangen heute an mit einer kurzen Talkrunde und fahren dann fort mit einer Fragerunde mit den anwesenden Medienvertreterinnen und Vertretern. Vielleicht sind einige von euch schon sehr versiert mit den Online-Kommunikationsformaten und Plattformen wie heute. Für die anderen, wie ich zum Beispiel, sollten Probleme mit der Online-Plattform auftreten, klickt bitte auf den Hilfe-Button. Der befindet sich unter More rechts oben auf dem Bildschirm. Ihr könnt an unseren technischen Support eine E-Mail schreiben und die Kollegen helfen weiter. Wenn ihr eine Frage stellen möchtet, hebt bitte eure Hand, nicht wirklich, sondern auch wieder mit dem Button, in dem ihr klickt auf das entsprechende Icon links oben auf dem Bildschirm. Wir aktivieren dann euer Mikrofon und eure Kamera. Bitte stellt euch kurz vor, Name und Medium, bevor ihr eure Frage stellt. Sollten Probleme bei der Frage, bei dem Stellen der Frage auftreten, könnt ihr als Backup eure Frage auch in den Chat rechts auf dem Bildschirm eintippen. Das war's nun mit den technischen Überlegungen. Jetzt habe ich das Vergnügen, Ihnen ohne weiteres diejenigen vorzustellen, die heute bei mir sind, beginnend mit dem zukünftigen ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Guten Tag, Josef. Hallo. Wir haben auch zusammen, wir haben heute mit uns auch ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. Hallo Samantha. Guten Tag, hallo. ESA-Astronaut Alexander Gerst. Hallo Alexander. Hallo. Die Leiterin der Abteilung für Politik und Programmkoordinierung Chiara Manfletti. Hallo Chiara. Hallo. Der Leiter des Weltraumtrainings Rüdiger Seine. Guten Tag, Rüdiger. Hallo. Und die Leiterin des Zentrums für Personalkompetenz und Politik, Dagmar Boss. Guten Tag, Dagmar. Hallo, alle miteinander. Und wir starten direkt in diese Fragerunde. Josef, die erste Frage geht an dich. Und das ist die Frage nach dem Warum. Warum sucht die ESA nach neuen Astronauten? Und wo die Agentur doch bereits einen aktiven Corps hat. Wir haben hier zwei Mitglieder dieses Corps. Braucht die ESA nun mehr? Danke, Jules. Das ist eine exzellente Frage. Die ESA hat natürlich eine sehr, sehr gute Auswahl an Astronautinnen und Astronauten derzeit, die alle 2009 rekrutiert wurden. Sie sehen hier Samantha Cristoforetti, Sie sehen hier Alexander Gerst, zwei der besten Exemplare unseres Corps der letzten Auswahl. Allerdings hat diese Auswahl vor 11 Jahren stattgefunden und jetzt ist es wieder an der Zeit, eine neue Gruppe von Astronauten und Astronautinnen zu rekrutieren. Das Wissen auch von einer Gruppe zur anderen muss
weitergegeben werden. Ich höre hier ein Echo im Hintergrund. Okay, das, die Rekrutierung und das Training von neuen Astronauten ist natürlich zeitaufwendig und zahlreiche zukünftige Möglichkeiten stehen an. Natürlich die weitere wissenschaftliche Langzeitmission zur Internationalen Raumstation, die Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programmes, das wir gemeinsam mit der NASA implementieren, Flugmöglichkeiten, die im Rahmen von neuen Partnerschaften entstehen könnten, wie zum Beispiel kommerzielle Partner, aber auch andere Länder wie etwa China oder andere Nationen, die Flüge anbieten könnten. Und wir entwickeln wirklich ein sehr starkes Wissenschaftsprogramm für den Mond, das auch von ESA-Astronautinnen und Astronauten durchgeführt werden soll. So neben den Raumflügen gibt es viele weitere Möglichkeiten und Aufgaben, zum Beispiel die Unterstützung der laufenden Operationen sowie wissenschaftliche oder Ingenieurprojekte der ESA, die abgedeckt werden müssen und für die die Kenntnisse und Fähigkeiten der derzeitigen Astronauten und Astronautinnen natürlich von außerordentlichem Wert sind. Als wir die letzte Kampagne dieser Art durchführten, das war im Jahr 2008, Recruited dann 2009, gab es sehr viele Bewerber, mehr als 8000. Allerdings gab es damals noch nicht so viele bestätigte Flugmöglichkeiten und letzten Endes, wie wir heute wissen, hat diese neue Klasse aber mehr Zeit im Weltraum verbracht als jede andere Astronautenklasse zuvor. Tatsächlich, Josef, vielen Dank. Und also für diese Auswahl dieses Jahr, Dagmar, kannst du uns bitte erklären, wie der Bewerbungsprozess abläuft und welche besonderen Qualifikationen die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen müssen? Ja, danke, Jules, gerne. Also die Stelle, die Ausschreibung findet am 31. März statt. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt werden Bewerbungen akzeptiert, bis dann zum Bewerbungsschluss am 28. Mai. Die Bewerber müssen sich online bewerben auf unserer Karriere-Webseite und dementsprechend auch das Online-Formular ausfüllen und dazu noch einen Motivationsbrief, eine Kopie des Passes und vor allem, das ist sehr, sehr wichtig auch, ein medizinisches Gutachten anzubringen oder dort auch einzufügen in die Bewerbungsformulare. Das medizinische Gutachten muss von einem Flugmediziner ausgeschrieben worden sein. Das heißt, es ist ein Gutachten oder eine Zertifizierung, Entschuldigung, das zeigt, dass man medizinisch fit ist, um einen private Pilotlizenz zu haben. Man muss nicht ein privater Pilot sein oder eine Pilotlizenz haben, aber man muss das medizinische Guthaben dafür haben. Dann wird dann auch ein Fragebogen dann dementsprechend sich öffnen, wenn man sich bewirbt. Und dieser Fragebogen wird dann auch eine sehr große Rolle spielen, wenn es in das Auswahlverfahren dann geht. Und was man als Minimalkompetenzen bringen muss, ist erstens ein Masterabschluss in Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Mathematik oder Ingenieurwesen. Zweitens, man muss 3 Jahre Berufserfahrung bringen in einer dieser Disziplinen, nach dem Hochschulabschluss natürlich. Und drittens, man muss Sprachkenntnisse bringen, und zwar man muss fließend sein in Englisch und auch eine zweite Sprache gut sprechen. Das sind die 3 Voraussetzungen. Dazu kommen noch andere Voraussetzungen, Kriterien, Kompetenzen, Erfahrungen, die man mitbringen muss oder die von Vorteil sind. Und die gesamte Liste wird dann in der Ausschreibung natürlich auch dementsprechend dann aufgelistet. Zum Beispiel ist es von Vorteil, wenn man einen Doktortitel hat oder ein zweites oder drittes Masterabschluss hat in verschiedenen Disziplinen. Das hat verschiedene Vorteile, sozusagen sich zu bewerben, aber es ist nicht ein Muss, um das zu haben. Aber alle diese Kriterien werden aufgelistet in der Ausschreibung natürlich. Danke, Dagmar. Und diese Kriterien werden auch erklärt auf unsere neue Webseite esa.int/yourwaytospace. Die Namen der verschiedenen medizinischen Zertifikate, die man bringen muss, das findet ihr alles dort. Nun, das sind die Qualifikationen. Rüdiger, du eine Frage an dich. Du hast schon mit vielen Astronautinnen und Astronauten direkt zusammengearbeitet in dieser Funktion, in deiner Funktion als Leiter des Weltraumtrainings.
Welche Eigenschaften, glaubst du, muss man unbedingt haben, um ESA-Astronautin bzw. ESA-Astronaut zu werden? Ja, in der Tat. Ich habe mit sehr vielen Astronauten gearbeitet in den letzten 15 Jahren. Die Kernqualifikation, die wir suchen, liegt nicht in den akademischen Bereichen. Natürlich muss man das mitbringen, aber das wirklich Wichtige ist Teamfähigkeit in einem multikulturellen Umfeld, in einem interdisziplinären Umfeld, dass man mit Leuten arbeiten kann, die auch verschiedene Blickwinkel mit in die Arbeit reinbringen. Sehr wichtig ist für uns auch, dass man unter hohem Druck, unter Stress weiterhin konzentriert arbeiten kann, aber auch keine Scheuklappen entwickelt, sondern weiterhin das Ganze im Blick hat. Neugier ist natürlich wichtig, wenn man als Raumfahrer neue Dinge entdecken will. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass Astronauten sehr gute Kommunikatoren sind, dass sie sich klar und präzise ausdrücken können, dabei aber immer freundlich bleiben und dem Gegenüber auch vermitteln, dass seine Meinung und sein Interesse gewertschätzt wird. Also insgesamt, wir suchen Allrounder, wir suchen keine Fachregion. Samantha, du warst noch vor einigen Jahren, ein paar Jahren auf der ISS. Würdest du das unterschreiben? Gibt es andere Qualitäten, andere Kleinigkeiten, die die Astronauten mitbringen müssen, persönlich? Ja, guten Tag alle zusammen. Also ich würde sagen, man muss Spaß am Lernen haben. Also wie Rüdiger schon angedeutet hat, wir suchen jetzt nicht unbedingt die Spezialisten. Also solche Menschen brauchen wir auch. Die sind ja wichtig für die Menschheit. Die sind die Leute, die wirklich etwas vorantreiben in einem speziellen Gebiet. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Leute, die gute Astronauten sein werden, beziehungsweise auch Spaß daran haben werden, Astronauten zu sein. Das ist mehr so ein Job, wo man ganz viele unterschiedliche Sachen lernen muss und irgendwie auch zu einem gewissen Niveau meistern muss, von körperliches Training zu wie man jetzt ein Raumschiff betreibt, wie man damit fliegt, Tauchen, diese ganze interkulturelle Zusammenarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit, das sind, und natürlich die Wissenschaft und die Technik, die dahinter steckt, das sind ein ganz breites Spektrum. Und man muss so ein Mensch sein, so ein Mann oder eine Frau, die einfach Spaß daran hat, diese verschiedenen Sachen ein bisschen meistern zu lernen. Alex, du warst auch vor kurzem noch an Bord der ISS. Gibt es etwas, was in diese Richtung du hinzufügen möchtest? Ja, ich kann Rüdiger und Samantha nur zustimmen. Das ist wirklich ein weites Feld von Dingen, die einen interessieren müssen, weil sonst hat man einfach die Energie nicht, das durchzuhalten. Also diese Ausbildung, die ist schon lang und hart, und so eine Vorbereitung für einen Raumflug, da gibt es schon Momente, wo man auch mal zweifeln kann. Und wenn man da nicht Spaß bei der Arbeit hat, dann, glaube ich, hält man das nicht durch. Und dann, wenn man auf der Raumstation ist, und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, das habe ich in meinen beiden Flügen gesehen, letztendlich kommt es wirklich nicht darauf an, dass jemand irgendwas besonders ganz gut kann und der Überflieger ist, sondern dass man mit den Leuten zurechtkommt. Und letztendlich verbringt man ein halbes Jahr oder ein Jahr mit denen zusammen auf einer Raumstation in einem ziemlich engen Ort. Man muss miteinander gut auskommen, auch interkulturell. Und da ist es wirklich auch wichtig, dass man sozial mit anderen gut kann. Das ist eine wichtige Sache. Auch eine wichtige Sache in dieser Kampagne, das wurde schon viel darüber gesprochen diese Woche, ist das Thema Diversität und Inklusivität. Inklusion, sagt man vielleicht auf Deutsch. Chiara Manfletti, es wird heutzutage auf jeden Fall viel Wert auf ein diverses und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld gelegt. Kannst du uns bitte ein bisschen mehr dazu sagen, was die ESA in diesem Zusammenhang tut? Ja, gerne, Jules. Wir haben eigentlich schon das Keyword Allrounder gehört, und die ESA in der Hinsicht ist so ein Allrounder. Seit ihrer Gründung ist sie schon ein Ort der Integration, die ist sehr vielfältig. Ihre Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Nationalitäten, Hintergrund, Geschlecht, Alter. Wir sind einfach bunt. Wir können es nicht anders und wir wollen es auch nicht anders. Ja, in dieser
Farbenvielfalt finden wir unsere Stärke. Wir stärken unsere Mitarbeiter, unsere Partner und unsere Aktivitäten. Wir wollen uns aber natürlich immer stärker in diese Richtung auch bewegen. Wir setzen viel Wert auf Chancengleichheit, auf ein inklusives Arbeitsumfeld. In der Hinsicht begrüßen wir natürlich Kandidatinnen und Kandidaten mit den Qualifikationen und Qualitäten, die wir gerade gehört haben, sich zu bewerben, unabhängig von, wie gesagt, Geschlecht, ethnischer Hintergrund und so weiter und so fort. Als Frau lächle ich jetzt ganz herzlich und sage natürlich, ich möchte natürlich auch Frauen ermuntern, sich zu bewerben, sicherlich. Aber wir haben auch andere Neuigkeiten diesmal, und zwar zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möchten wir als ESA Leute erwerben oder halt für uns bewegen, die an einem sogenannten ESA Paranastronaut Feasibility Projekt teilnehmen werden. Und diese ausgewählte Person werden uns helfen zu verstehen, wie machbar es ist, eine Astronautin oder ein Astronaut mit körperlicher Behinderung in Weltall zu entsenden. Und das finde ich unheimlich spannend. Also das, danke, Chiara. Das Thema, das Stichwort Parastronaut ist gefallen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen diese Woche. Möchte Rüdiger vielleicht etwas mehr über das Projekt erzählen? Ja, Jules, das Projekt, das wir schon gestartet haben, ist tatsächlich von der ESA aus zu prüfen, wie weit wir die Grenze verschieben können, wer an einem Raumflug teilnehmen kann. Die Grenze ist schon verschoben worden in der Vergangenheit, aber es war immer sozusagen eine extrem hohe Hürde an körperlicher Herausforderung, und wir sind der Ansicht, dass im Wesentlichen nicht die körperlichen Anforderungen den Astronauten definieren, sondern das, was wir vorhin schon gesagt haben. Die intellektuellen, die sozialen Kompetenzen sind uns wichtig. Und wir wollen jetzt einfach die Grenze noch ein Stück weiter schieben mit diesem Projekt. Wir wollen sehen, was notwendig ist, um einen Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf eine Raumstation zu bringen. Wir können im Moment nicht versprechen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Astronauten mit Behinderung zur Raumstation fliegen werden. Aber was wir versprechen können, ist, dass wir uns mit unseren Partnern, wir müssen ja bei den Raumfahrzeugen beispielsweise mit Partnern zusammenarbeiten, weil wir keine eigene Kapsel haben, mit den Partnern arbeiten werden, und zwar ausgesprochen engagiert, Menschen mit Behinderung den Zugang zum Weltraum zu ermöglichen, und zwar im Rahmen einer Mission, die sicher sein soll, die aber auch den gleichen wissenschaftlichen Nutzen abwerfen soll wie jede andere Mission eines ESA-Astronauten. Das ist uns wichtig. Es geht darum, eine Möglichkeit zu haben, die Perspektive, die wir von Menschen mit Behinderung kriegen können, nützlich in unsere Diversität der ESA einzubinden und dadurch noch mehr dazu zu lernen. Und konkret, Rüdiger, die ESA ist kein Experte der körperlichen Einschränkungen, der Behinderung. Wie wird die ESA die verschiedenen Arten und Grade der Behinderung kategorisieren, und wer konkret kann sich für das Projekt bewerben? Ja, Jules, da hast du völlig recht. Wir sind nicht Experten für Behinderungen. Wir haben uns deshalb orientiert an Leuten, die sich mit sowas sehr gut auskennen. Wir haben die Klassifikation des Paralympischen Komitees uns angesehen, haben das gegen unsere Sicherheitsanforderungen, gegen die technischen Anforderungen abgewogen und haben im Wesentlichen uns auf vier Kategorien sozusagen von Behinderung festgelegt, die wir für dieses Pilotprojekt erstmal als am aussichtsreichsten ansehen, weil wir damit eine Eingrenzung haben, die wir auch mit den Partnern vorantreiben können. Das sind im Wesentlichen Beeinträchtigungen der unteren Gliedmaßen, also entweder die Kategorien heißen unterhalb des Knöchels oder unterhalb des Knies. Beide Kategorien sind hier möglich. Und das gilt für sowohl durch Verletzungen hervorgerufene Beeinträchtigungen als auch für angeborene Beeinträchtigungen. Dann kommen dazu extreme Längenunterschiede der Beine
und geringe Körpergröße, also unter 1,30 Meter. Das sind die Kategorien, die wir jetzt erstmal für dieses Pilotprojekt als gut geeignet genommen haben. Das heißt nicht, dass wir für alle Ewigkeit das festschreiben wollen, aber wir müssen einen Startpunkt setzen. Und bei diesem Startpunkt haben wir gedacht, damit können wir relativ gut arbeiten. Alle anderen Qualifikationen sind die gleichen. Also wir wollen hier wirklich nicht die Körperlichkeit in den Vordergrund stellen. Das Auswahlverfahren wird auch mit Anpassungen, die gegebenenfalls durch die Einschränkungen der Kandidaten gegeben sind, wird das Auswahlverfahren parallel für den Paraastronauten stattfinden, wie für alle anderen Astronauten. Danke, Rüdiger. Bevor wir die Fragerunde eröffnen, ich möchte ganz kurz von Samantha und Alex hören. Ihr habt euch beide beworben in 2008 das letzte Mal. Könnt ihr vielleicht euch noch dran erinnern, wie ihr euch gefühlt habt, was euch motiviert hat, wie ihr die Neuigkeit gehört habt vielleicht? Samantha. Also ich glaube, das wurde in den Medien angekündigt, natürlich damals, genau wie wir das heute gerade machen. Und ich habe das jetzt nicht direkt gehört, sondern ich habe angefangen, irgendwie SMSs, E-Mails, Anrufe zu bekommen von Freundinnen und Bekannten. Die wussten, dass ich jetzt schon immer diesen Traum hatte, Astronautin zu werden. Und sie sagten, jetzt hast du deine Chance, jetzt bist du, ja, es ist soweit. Und ich glaube, das ist der... Das ist bestimmt bei vielen Menschen im Moment genauso. Ich weiß von vielen jungen Frauen, jungen Männern, die schon lange darauf warten, dass sie auch ihre Chance bekommen. Und ich freue mich, dass es auch für sie jetzt so weit ist. Ich möchte aber auch diese Leute, die brauchen jetzt keine Ermunterungen, die werden sich bestimmt bewerben. Aber wir möchten natürlich so viele Bewerberinnen und Bewerber wie möglich haben. Und ich möchte wirklich alle dazu ermutigen, sich zu bewerben, wenn sie diese formelle Qualifikationen erfüllen, die eigentlich sehr, also bewusst sehr, sehr allgemein gehalten werden, weil ich meine, man muss jetzt, um Astronaut oder Astronautin zu sein, jetzt keine wirklich spezielle Kompetenzen haben, die kriegt man sowieso in der Ausbildung. Also wenn man diese Mindestqualifikationen hat und ein Interesse daran hat, in den Weltraum zu fliegen, dann würde ich wirklich jeden ermutigen, sich zu bewerben. Warum? Klar, die Möglichkeit, dass man daran scheitert, ist natürlich sehr groß. Wir erwarten Tausende von Bewerbungen und wir werden nur eine kleine Anzahl von Astronauten und Astronautinnen wirklich auswählen. Aber der Prozess an sich, ich glaube, sehr, sehr lernreich. Es ist wirklich eine Möglichkeit, sich ein bisschen auf die Probe zu stellen, sich ein bisschen die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Und ich muss sagen, es macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, ESA bemüht sich wirklich, dass das Prozess auch als angenehm empfunden wird. Und das war damals für uns schon so. Und ich glaube, im Moment, also für diese Auswahl umso mehr. Und man hat da wirklich auch die Möglichkeit, also ich habe Leute getroffen durch die Auswahl damals, die immer noch meine Freunde und Freundinnen sind. Also man knüpft wirklich auch langhaltende Verbindungen und es macht Spaß. Also ich kann mich wirklich an sehr viele Momente der Auswahl erinnern, wo durch diese Kameraderie, diese Freundschaften, die damals entstanden sind, auch ich sehr viel Spaß gehabt habe. Alex, hattest du auch so viel Spaß und wie hast du dich gefühlt dann bei der Nachricht, dass die ESA neue Astronauten gesucht hat 2008? Ja, tatsächlich ist es eine tolle Weise, sich jetzt zurück dran zu erinnern. Bei mir war es ein bisschen anders als bei Samantha. Ich hatte tatsächlich Jahre zuvor schon meinen Internetbrowser so programmiert, dass er mir eine Nachricht geschickt hat, sobald sich die Bewerbungsseite der ESA ändern würde. Und das ist dann auch passiert. Ich habe mich dann auch direkt beworben, obwohl es mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram gepasst hat. Das war in der Zeit, da hatte ich gerade meine Dissertation fertig geschrieben. Ich habe mich auf eine Expedition nach Vanuatu vorbereitet, auch für die Arbeit. Habe bis nachts um 4 im Labor gearbeitet und musste mich dann noch plötzlich bewerben. Hatte ich mir kurz überlegt, sollst du das jetzt überhaupt machen, weil ich habe keine Chance. Die suchen nur Supermänner und Superfrauen.
zum Glück bin ich da so ein bisschen zielstrebig, nicht ganz aufgeben. Ich habe das auch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich hätte eine Chance. Um den Beruf Astronaut ranken sich ja leider viele Gerüchte um die Anforderungen. Das heißt, viele Leute bewerben sich leider gar nicht, weil sie denken, die nehmen mich sowieso nicht. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass die mich nehmen würden. Aber ich dachte, das bin ich meinem 80-Jährigen selbst schuldig, damit ich irgendwann mal in meinem Lehnstuhl sitzen kann und meinen Enkelkindern sagen kann, ich habe mich wenigstens einmal beworben. Ich wollte es mal versuchen, bin dann rausgeflogen, habe dann weiter Wissenschaft gemacht und ein gutes Leben gehabt. Ich war dann wirklich am meisten erstaunt, als es dann genommen wurde. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, warum wir in der Vergangenheit bei der ESA so eine Herausforderung hatten mit Diversität. Bei der letzten Bewerbung haben sich 1/6 der Bewerberinnen und Bewerber waren Frauen, leider nur. Idealerweise ist es mindestens die Hälfte. Vielleicht auch deshalb, weil wir als Zielgruppe junge Frauen nicht erreicht haben. Vielleicht, weil wir Anforderungen zu hoch scheinen haben lassen. Und dann eben die Leute nicht ermutigt haben. Und das ist jetzt unser Ziel, dass wir eben das ändern, dass wir gleich von Anfang an sagen, bewerbt euch, genau wie Samantha gesagt hat, ihr müsst eurem Traum erstmal schon mal eine Chance geben. Dann ist es ein tolles Abenteuer, selbst diesen Prozess durchzugehen, davon zu lernen, auch sich selbst kennenzulernen, seine Stärken, seine Schwächen dabei kennenzulernen. Das kriegt man dann schon mit bei so einer Bewerbung und bei dem Abenteuer dabei zu sein, sobald man es schafft. Danke, Alex. Okay, lass uns jetzt die Fragerunde eröffnen und wir werden das probieren technisch. Das hat vorhin ganz gut geklappt. Björn Heckmann hat sich gemeldet. Ich gebe Ihnen jetzt die Broadcast Permission, heißt es hier. Also ja, Kamera und Mikrofon sollten an sein. Björn, Sie können sich melden. Ja. Wir können Sie gut hören. Das Bild ist gerade noch nicht da. Aber wir können Sie hören. Sie können mich hören. Ja, herzliche Grüße aus Bergisch Gladbach, aus der Nähe von Köln. Björn Heckmann für die Mediengruppe RTL. Ich würde gern die beiden fragen, die schon mal teilgenommen haben an diesem Bewerbungsverfahren. Vielleicht sind das noch mehr. Sie wissen nicht, ob das nur zwei sind. Die beiden, von denen es bekannt ist, ne? Das stimmt natürlich. Vielleicht zuerst Frau Cristoforetti. Sie haben gerade schon erzählt, warum Sie sich beworben haben, aber können Sie uns vielleicht noch mal beschreiben, wie war denn der Moment, als diese lange Reise, die Sie in Ihrem Buch auch beschrieben haben, als die dem Ziel sehr nahe kam und Sie die Nachricht bekommen haben, dass Sie denn jetzt ausgewählt sind? Wie war das? Das war, also diese Endspurt von der Auswahl war für mich psychologisch, muss ich schon sagen, sehr anstrengend. Weil wenn man anfängt, sind natürlich tausende Leute dabei, dann ist man jetzt nicht so investiert, weil man denkt, ja, was habe ich jetzt für Chancen? Aber je weiter man kommt, das ist so wie ein Trichter, bei jeder Etappe von dieser Auswahl, das wird jetzt dieses Mal genauso sein, dann wird man weniger und weniger und weniger. Und irgendwann bei dem letzten Bewerbungsgespräch, sagen wir mal mit dem damaligen DG, Director General, waren wir ja nur 10. Dann hatte ich wirklich das Gefühl, ich kann diesen Traum ja fast berühren, fast anfassen. Ja, ich bin ja so nah dran und dann ist man wirklich emotionell sehr, sehr investiert. Also wenn zu diesem Zeitpunkt nicht geklappt hätte, das wäre für mich natürlich sehr, sehr hart gewesen, psychologisch. Und dann, weil so die Pressekonferenz war angekündigt für einen Mittwoch. Das war der 20. Mai, das weiß ich natürlich noch. Und zwei Tage davor wussten wir eigentlich noch gar nichts. Und am Abend, also ich habe den ganzen Tag gewartet und ja, ich muss jetzt soweit sein, die Entscheidung muss schon gefallen sein. Und tatsächlich waren sie noch dabei, irgendwie die Endentscheidung zu treffen an dem Tag. Und erst abends wurden wir angerufen. Ich war aber in der Dusche. Also, und ich kam raus und ich habe diesen verpassten Anruf gesehen aus einer unbekannten Nummer, aber aus Frankreich. Und ich wusste natürlich, in Paris sind die Headquarters von ESA. Und was mache ich jetzt? Soll ich zurückrufen? Aber es ist jetzt abends. Das macht man ja nicht. Und die werden schon selbst zurückrufen. Und was soll ich jetzt machen? Und der Herz hat richtig so gepocht. Und dann kam eine E-Mail rein und da stand drin, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie übermorgen in Paris sein könnten, weil wir eine Pressekonferenz vorhaben. Und ich dachte mir, ja, zufällig habe ich nichts vor, ich glaube, ich kann kommen. Ja, und das war wirklich diese ganze Spannung, die sich da aufgestaut hatte, die war dann ganz, ganz plötzlich weg. Ich habe dieses Gefühl wirklich
bevor ich noch Freude empfunden habe, war es wirklich diese riesige Entspannung. Und ich habe, glaube ich, irgendwie gedacht, okay, das ganze Universum steht jetzt still und lächelt mir zu. Herr Gerst, gelächelt das Universum. Und offensichtlich haben Sie ja vieles richtig gemacht beim Bewerbungsverfahren. Was muss man denn machen, um das auch so richtig zu machen wie Sie und diesmal Erfolg zu haben? Ja, das ist natürlich ein großes Geheimnis, das ich auch noch nicht ganz weiß, weil ich wusste ja auch nur, ich war so, wie ich bin. Also ich habe versucht, authentisch zu sein. Das finde ich ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn man sich verstellt und durchkommt, dann lebt man sein ganzes Leben lang damit, dass man sich verstellen muss. Das tut nicht gut. Und wenn man sich verstellt und nicht durchkommt, dann denkt man, naja, vielleicht wäre ich ja durchgekommen, wenn ich authentisch gewesen wäre. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit in diese Richtung. Aber ja, letztendlich weiß man es nicht. Das kommt natürlich auch Glück mit rein, Tagesform. Aber ich kann mich wirklich gut daran erinnern, dass genau das, was Samantha auch jetzt beschrieben hat, am Anfang lässt man das noch nicht so an sich ran. Man geht davon aus, dass man sowieso irgendwann mit rausfällt. Aber dann, wenn der Traum so nah ist, dass er zum Greifen nah ist, dann ist es emotional wirklich nicht mehr ganz so einfach. Aber ich glaube, so als Tipp, wenn jemand sagt, so, ja, wie soll ich sein, ganz einfach, ganz offen und ganz ehrlich, weil man lernt so viel selbst über sich bei diesem Prozess, dass man vorher noch nicht weiß, das ist das Einfachste. Danke, Alex. Nächste Frage von Sirvana Mini. Sie sollten jetzt gleich die Möglichkeit haben zu sprechen. Hallo? Sirvana Mini, Sie haben jetzt das Wort. Können Sie kurz sprechen? Die Spannung ist unerträglich. Nein, man hört sie nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach zu der nächsten Frage. Vielleicht können Sie Ihre Frage in den Chat eintippen und dann werden wir es beantworten. Frank Waltel, nächste Frage. Ich gebe Ihnen das Wort. Sie hören mich? Ah, ich bin nicht zu sehen. Ja, guten Tag. Jetzt sollten Sie sprechen können. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Gerst. Herr Gerst, dieser Begriff Para-Astronaut, wie finden Sie das Ganze? Wie ordnen Sie das ein? Ja, ich finde es ehrlich gesagt eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe vor 20 Jahren beim Roten Kreuz gearbeitet. Und aus dieser Zeit, also habe ich mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und seit dieser Zeit habe ich höchsten Respekt vor Menschen, die körperliche Beeinträchtigung haben, die dadurch es im Leben oftmals schwerer haben, die schwierige Situationen meistern müssen und die dadurch auch wirklich eine große Resilienz lernen, die uns das auch gut zeigen können, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Und mit schwierigen Situationen kennen wir uns in der Weltraumfahrt aus. Ich hatte auch einige auf meinen Missionen, wo ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass man ein diverses Team hat aus jung und alt, männlich, weiblich, verschiedenen Erfahrungsleveln. Und eben da denke ich auch, da passt das sehr gut rein, dass man Menschen mit dabei hat, die andere Erfahrungen gemacht haben im Leben. Ich denke, das macht das Gesamtteam sehr viel besser. Noch dazu ist es ja so, eigentlich ist es ideal, in der Weltraumfahrt mit so einem Projekt anzufangen, weil wir sind ja alle Menschen, die auf der Erde entwickelt wurden. Also keiner von uns ist dafür gemacht, dass er in der Schwerelosigkeit lebt. Das heißt, wir sind alle so ein bisschen beeinträchtigt und müssen uns an diese neue Umgebung anpassen. Und da ist es dann wirklich auch nicht so wichtig, weitere körperliche Beeinträchtigung hat, die man mit Technologie dadurch bringen kann, dass sie eigentlich keinen Nachteil mehr ergibt. Und dann kann man genauso gut auch die Vorteile mitnehmen. Das heißt, ich finde es ein tolles Projekt. Danke, Alex. Nächste Frage. Nächste Frage, Adi. Von Philipp Klappetz, glaube ich. Das Problem ist, wenn ich Ihnen das Wort gebe, verschwinden Sie von der Liste. Ah, hier. Patrick. Okay. Ja. Hören Sie mich? Ja. Ja? Okay. Ja, wir super. Hören Sie gut. Perfekt. MDR Wissen. Werden Sie eine Art führen? Okay, jetzt hören wir Sie nicht mehr. Machen und machen Sie zwischen den. Okay. Ich versuche es weiter.
Hören Sie mich? Versuchen Sie nochmal, bitte. Versuchen Sie, ja, okay, okay. Versuchen Sie nochmal. Werden Sie eine Art Quote einführen, um Frauen... Okay, Patrick, es tut mir leid, wir hören die Frage nicht, aber ich glaube, Sie stellen die Frage nach der Frauenquote und ob wir eine Frauenquote einstellen werden. Ich weiß nicht, wofür die Frage war, die kann ich vielleicht einfach an Chiara zuspielen. Oder Antwort lautet, sorry, aber Antwort Chiara, lautet sehr einfach nein, Jules. Wir werden keine Frauenquote einführen, wir werden grundsätzlich keine Quoten reinbringen. Wie gesagt, es geht um Chancengleichheit. Wir wollen keine Vorteile, Nachteile in jede Richtung bringen und deshalb werden wir keine Quoten einführen. Aber vielleicht können die Kollegen natürlich ergänzen. Okay. Es tut mir leid, vielleicht können Sie den Rest Ihrer Frage. Okay, er sagt okay, danke. Vielen Dank, Chiara. Thomas Hildebrandt, nächste Frage. Sie kriegen jetzt das Wort. In ein paar Sekunden. Ja, jetzt. Perfekt. Hallo, Thomas Hildebrandt von der SWR Wissenschaftsredaktion. Ich habe eine Frage und weiß nicht genau, wen ich fragen soll. Also frage ich mal alle. Es geht letztendlich darum, der letzte Aufruf war 2008/9. Jetzt ist es über 10 Jahre her. Und meine Frage ist, was hat sich seitdem sowohl in den Anforderungen als auch nachher in der Ausbildung geändert? Wird es dasselbe sein? Ich meine, damals war klar, die ISS war das Ziel, die gab es auch in voller Größe. Jetzt weiß ja niemand, ob die in 10 Jahren immer noch so ist, wie sie ist. Der Mond ist das Ziel, Artemis. Das heißt, haben sich da jetzt sowohl die Anforderungen in der Auswahl als auch nachher die Ausbildungsinhalte, haben die sich geändert oder Quatsch, oder werden die sich ändern? Also das ist so quasi der Ausblick in die nächsten Jahre. Wie sieht das aus? Das klingt nach einer Frage für den Leiter des Trainings. Dachte ich mir jetzt spontan. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns tatsächlich auch gestellt, als wir vor über einem Jahr angefangen haben, uns zu überlegen, neue Astronauten einzustellen. Wir haben die gesamte Liste der Kompetenzen einmal durchgesehen und sind für die Auswahl im Wesentlichen bei den gleichen Kriterien geblieben. Da hat es ein bisschen Anpassung gegeben, aber keine grundsätzlich starke Veränderung in der Ausrichtung. Wir haben aus der Trainingskampagne, also der Basistrainingskampagne, die wir für die letzte Astronautenklasse haben wir gelernt. Damals haben wir, das war unsere erste Kampagne, 1,5 Jahre Training geplant gehabt. Wir planen das jetzt auf 1 Jahr zu kondensieren. Das ist auch schon weitestgehend vorbereitet. Und die restliche Anpassung, gerade mit Blick auf etwaige Flüge zum Mond, auf jeden Fall weiter hinaus als zur internationalen Raumstation, die wird dann im Missionstraining stattfinden. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Vorlauf, da können wir auch eine bessere Definition der Aufgaben bekommen. Was uns klar ist, ist, dass wir Ausbildung machen müssen für die Arbeit auf einer Mond- oder planetaren Oberfläche. Und diese Sachen bereiten wir auch schon vor. Wir haben schon Kurse für Geologie, aber auch für das einfache, die Arbeitsabläufe auf so einer Oberfläche in Vorbereitung. Da arbeiten wir natürlich auch mit den anderen Raumfahrtagenturen zusammen. Da wird sich was ändern, aber die Änderung kommt eher später in der Vorbereitung, wenn wir genauer wissen, wie diese Missionen ablaufen werden. Danke, Rüdiger. Danke. Sia Weinamini hat nicht geschafft, mit uns zu sprechen, aber sie hat ihre Frau oder er ihre seine Frage oder ihre Frage in dem Chat eingetippt an Herrn Aschbacher. Ich als österreichischer Steuerzahler zahle 5 € an die ESA pro Jahr. Wie sehr hängt die Auswahl der Astronautinnen und Astronauten nach auch an diesem Faktor der Mitgliedsbeiträge?
Danke, Jules. Das ist eine sehr tolle Frage. Ich bin auch Österreicher und ich kann diese Frage sehr gut verstehen. Also es heißt ja immer oder es wird immer vermutet, dass man nur dann Astronaut wird, wenn man aus einem Land kommt, wo sehr viel Beiträge gezahlt werden. Das ist nur bedingt richtig. Wir haben heute zum Beispiel im derzeitigen Astronautenkorps ein Mitglied, das kommt aus Dänemark. Die anderen, wie Sie hier sehen, aus Italien, Deutschland, Frankreich und auch aus England. Aber es ist, es gibt in der Auswahl wirklich kein Kriterium, wer erstens, ob das, also welcher Hintergrund der oder die Astronautin hat, männlich und weiblich, wie wir bereits vorher gehört haben, aber auch die Nationalität ist kein Auswahlkriterium. Das erste Kriterium ist wirklich Kompetenz und Fähigkeiten und die werden in verschiedenen Tests natürlich schrittweise getestet und erörtert. Dann gibt es einen Pool von Größenordnung 20 Vorschlägen, wo dann 4 bis 6 Astronauten ausgewählt werden. Und da kommen dann durch ein Interview mit dem Generaldirektor, das ich zu dem Zeitpunkt sein werde, werden verschiedene Kriterien erörtert, zum Beispiel auch die Fähigkeit, sich zu integrieren in ein Team, die Fähigkeit, auch die ESA zu repräsentieren. Wir haben vorhin gehört, wie wichtig auch Kommunikation ist und Außendarstellung und wirklich auch zu interagieren mit Leuten. Und es werden verschiedene Kriterien eruiert, aber auch ein Kriterium, das angesehen wird, ist wirklich die Beiträge insgesamt an dem sogenannten E3B-Programm. Das ist das Programm, das die Astronautentrainings finanziert. Allerdings eher global gesehen und nicht natürlich im Detail. Oder umgekehrt formuliert, es gibt so ein indirektes Maß, wenn ein Land oder eine Gruppe von Ländern mehr als 15% beiträgt, dann sind die Chancen relativ groß, auch dieses Kriterium zu erfüllen. Aber das heißt nicht, dass ein kleineres Land, mittleres oder kleineres Land dadurch ausgeschieden ist, weil nämlich auch die Summe der kleineren Länder diese 15% ergeben können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber in einfachen Worten ausgedrückt, die Nationalität ist kein Kriterium, das jemanden daran hindern soll, sich zu bewerben. Im Gegenteil, wir suchen die besten Kandidaten. Danke, Josef. Die nächste Frage an Peter Sieben. Sie haben jetzt gleich das Wort. Ich verstehe, das sind jetzt 3, 4 Sekunden, bis es kommt. Also 4, 3, 2, 1. Nein, noch nicht. Das sind doch ein bisschen mehr. Peter 7. In der Zeit fülle ich hier mal kurz ein, ja. Da ist ja vorher noch die Frage gestellt worden mit den Mitgliedsbeiträgen. Das finde ich interessant, dass es tatsächlich ja natürlich Unterschiede gibt, wie viel man als ESA-Bürger im Prinzip einzahlt. Aber das Interessante ist auch, die kommt wieder raus. Und das haben wir in den letzten Jahren ja untersuchen lassen, unabhängig von verschiedenen Prüfungsinstituten. Und da kam raus, dass wirklich für jeden Euro, den wir investieren in die humane astronautische Weltraumfahrt, im Durchschnitt 2 Euro wieder zurückkommen als Return of Investment. Und das finde ich ist auch eine wichtige Zahl, die man ab und zu mal erwähnen sollte. Danke, Alex, tatsächlich. Und in der Zwischenzeit haben wir Peter Sieben aber nicht hier bekommen. Okay. Kann ich vielleicht unser technischen Support fragen, da einzuschauen? Ansonsten, Peter, die Frage in dem Chat zu stellen. Ich gebe jetzt das Wort an Manuel Lutz. So. Ja, Manuel, Sie haben das Wort. Können Sie jetzt nicht hören? Können Sie noch mal versuchen zu sprechen? Okay, das scheint auch nicht zu klappen. Versuchen wir mit dem nächsten. Karl Urban, Sie sollten jetzt das Wort haben. In ein paar Sekunden.
Hallo, können Sie mich schon hören? Ja, wir können Sie jetzt hören. Ich glaube, ich meine Kamera jetzt nicht angemacht, aber ich glaube, das macht nichts. Genau, ich bin freier Journalist. Ich habe eine Frage sowohl an Alex Gerst wie an Samantha Cristoforetti. Also was die Chancen angeht, je nachdem, welchem Geschlecht man anhört. Also die Quotenfrage ist ja schon gestellt worden, die ESA jetzt nicht verfolgt. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es ja Ihnen jetzt darum, letztlich möglichst viele Frauen anzusprechen, damit einfach der Anteil relativ hoch ist. Trotzdem ist ja am Ende, wenn man sich die Statistik anguckt, in MINT-Fächern ist der Anteil der Absolventinnen in Deutschland beispielsweise liegt bei knapp 30%. Also da sind die Frauen in der Minderzahl. Deswegen jetzt die Frage an Sie zwei, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist das persönliche Glück für einen Astronautenanwärter Anwärter männlichen Geschlechts versus weiblichen Geschlechts, oder wie war das zumindest damals bei Ihnen? Ich habe das Buch von Samantha Cristoforetti gelesen und da habe ich gelernt, dass auch Kampfpilotin im italienischen Militär zu werden, wie Sie, Frau Cristoforetti, ja damals letztlich Glück war, weil das gerade erst eingeführt wurde im italienischen Militär. Also haben Sie da ähnliche Chancen? Je nachdem, ob sie männlich oder weiblich sind? Samantha. Ja gut, ich meine, die einfache Antwort ist natürlich ja. Also ich könnte natürlich gegenfragen, wie stellen Sie sich das vor, dass es jetzt nicht so wäre? Also ist natürlich ein Bewerbungsverfahren, der genau gleich aufgestellt ist, ja, für Frauen oder für Männer. Dementsprechend hat man auch gleiche Chancen. Also konkret zurückgefragt, hätte diese Astronautenauswahl damals 3-4 Jahre früher stattgefunden und Sie wären schon in dem passenden Alter im richtigen Ausbildungsstand gewesen, hätten Sie ja in Italien gar keine Kampfpilotin sein können. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich speziell auf meinen Fall bezogen und auf eine bestimmte geschichtliche Zeit, die jetzt irgendwie 15 Jahre in der Vergangenheit liegt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt relevant für heute, soll ich sagen, statistisch aussagekräftige Anzahlen von potenziellen Bewerber und Bewerberinnen. Aber Sie haben das richtig gesagt. Also uns geht es natürlich darum, dass ich hoffentlich diesmal der Anteil von Bewerberinnen etwas größer ist. Und Sie haben ja auch gesagt, ich weiß nicht, ich kann diese Zahl weder bestätigen noch bestreiten. Sie haben 30% gesagt in MINT-Fächern. Wenn es so ist, wir würden uns auch freuen, 30% Bewerberinnen zu haben bei der Auswahl oder vielleicht sogar mehr, weil damals waren es wirklich nur 15%. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Also was wir, glaube ich, vermeiden wollen, ist, dass Frauen sich einfach weniger bewerben aus eigener, also wir wollen einfach auch Frauen oder speziell Frauen ermutigen, sich zu bewerben, weil, das ist ja auch bekannt, also ich meine, ich glaube, Frauen haben öfters, wie soll ich sagen, eine mentale Einstellung, wo sie sagen, ich bin nicht gut genug. Das haben wir ein bisschen alle, ja, also so dieses Impostor-Syndrom, das ist ja bekannt, aber es ist auch bekannt, dass es bei Frauen meistens stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Und wenn man selbst denkt, ich bin nicht gut genug, dann bewirbt man sich einfach nicht. Und das möchten wir nicht. Also ich möchte jetzt wirklich alle junge Frauen und junge Männer, die fachliche, grundsätzliche, formelle Qualifikationen erfüllen, und die auch Interesse daran haben und die glauben, dass sie Spaß daran haben, hätten können, Astronaut zu sein oder Astronautin zu sein. Ich möchte sie ermutigen, sich zu bewerben. Also man ist wirklich nur 100% sicher zu scheitern, wenn man sich nicht bewirbt. Das ist das eine. Das zweite, was ich sagen möchte, das ist jetzt nicht ein Job, wo man allzu sehr auf formelle Qualifikationen schaut. Am Anfang, in der anfänglichen Auswahl, ja, natürlich. Also man muss diese grundsätzliche Ausbildung haben und diese ganze technische Grundqualifikationen haben. Aber die sind ja relativ niedrig. Also viele Leute haben sie. Und am Ende wird es eh darauf ankommen, was für ein Mensch man ist. Das ist ja schon mal erwähnt worden. Also auf die psychologische Fähigkeiten, auf die kognitive Fähigkeiten allgemein, an die Teamfähigkeit. Was bist du für ein Mensch? Und das kann man selbst sehr schlecht beurteilen. Also ich würde mal sagen, go for it,
bewirbt euch und lasst uns bei der ESA entscheiden, ob ihr der Richtige oder die Richtige seid. Und ganz kurz, Samantha, vielen Dank dafür. Es gibt noch von Manuel Lutz jetzt über den Chat seine Frage darüber, ob Frauen besondere Vorteile haben bei Expeditionen. Vielleicht ist es, kannst du kurz dazu ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Besondere Vorteile bei was? Bei Raumfahrtexpeditionen, bei Raummissionen. So, ich meine, man ist ja als Mensch dabei, jetzt nicht unbedingt als stereotypischer Mann oder als stereotypischer Frau. Jeder von uns ist ein Mensch, der bringt mit sich Fähigkeiten und Einstellungen und er trägt oder sie trägt etwas zum Team bei. Und nicht unbedingt als Vertreter des typischen Mannes oder als Vertreterin der typischen Frau. Ja? Und dementsprechend Vorteile oder Nachteile hat man an sich weder als Frau noch als Mann. Und vielleicht, was man auch hinzufügen kann, bei der letzten Auswahl, Samantha hat es ja schon gesagt, 15% ist ungefähr ein Sechstel der Bewerber und Bewerberinnen waren Frauen. Und diese Zahl hat sich fast 1:1 durchgepaust durch die ganzen verschiedenen Stufen der Auswahl. Bis zum Schluss tatsächlich dann eine von sechs ausgewählten Astronauten war dann Samantha, eine Frau. Das heißt, es war relativ stabil. Und was man daran sehen kann, ist, dass Frauen durch die Auswahl nicht benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist ja auch überhaupt nicht so zu erwarten. Das ist ja im Prinzip das, was wir Astronauten und Astronautinnen schon die ganze Zeit sagen, dass das eigentlich keinen Unterschied macht. Und da sieht man es aber dann wirklich auch an den nackten Zahlen. Danke, Alex. Wir gehen zur nächsten Frage an Andrea Bulliger, die... Bühne wird jetzt eröffnet für Sie, wenn es diesmal klappt. Das ist sehr spannend heute Nachmittag. Ich habe auf jeden Fall auf das magische Button gedrückt. Andrea, können Sie uns hören? Guten Nachmittag, können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Wir freuen uns. Ich habe nun eine Frage zum Alter. Ich habe nämlich gelesen, dass man sich bis zu einem Alter von 50 Jahren bewerben kann. Wie viel Sinn macht das, wenn sich jetzt ein 49-Jähriger bewirbt? Hat er überhaupt nach all der Ausbildung dann auch noch Chancen, auf eine Mission zu kommen? Oder stehen für ihn dann oder sie andere Aufgaben zur Diskussion? Vielen Dank, Andrea. Wir wissen, dass in 2008, die ESA hatte gesagt, zwischen 27 und 37 ist es unsere Präferenz, ist das, was wir erwarten. Diesmal haben wir das sehr erweitert. Dagmar Boos, vielleicht eine Frage an dich. Es gibt diese Altersbegrenzung von 50 Jahren. Das geht auch um das, was man als Commitment mitbringen soll, richtig? Ja, richtig, das ist richtig. Das ist eine der Beschränkungen, dass man noch unter 50 Jahren sein muss, wenn man sich bewirbt, an dem Zeitpunkt, wenn man sich bewirbt. Der Grund deswegen ist, um eben die Möglichkeit noch zu haben, bevor man ins vertragliche Pensionsalter kommt, noch Minimum 2 Missionen erfüllen zu können. Also das hat keinen Nachteil für jemanden, der jetzt sich mit 49 bewirbt, weil genau eben noch die Möglichkeit besteht, auf Missionen zu gehen. Also es hat keinen anderen Grund, weil wir mussten eine gewisse Grenze erheben, auch weil es ein großes Investment ist, eine große Investition ist, so einen Astronauten auszubilden, einen Astronauten auf eine Mission zu schicken. Und darum möchten wir das natürlich auch ausreizen, soweit es geht, und auch die Möglichkeit, dem Astronauten oder der Astronautin selbst auf Missionen zu gehen, bevor sie dann ins vertragliche Pensionsalter kommen. Also von dem her, jemand, der 49 ist, kann sich bewerben, kein Problem. Okay, vielen Dank. Danke, Dagmar. Und es gibt in dem Chat auch Peter Sieben versucht, seine Frage zu stellen seit einigen Minuten. Die Frage ist an Alexander Gerst. Sie sagten, es habe Momente in der Vorbereitung auf den Flug gegeben, während derer man in Zweifel kommen könnte. Okay, das geht jetzt nicht um die Astronautenauswahl. Wir sind hier, über die Auswahl zu sprechen natürlich. Aber vielleicht, Alex, kannst du kurz auf diese Frage antworten.
Ja, ich habe die Frage gesehen. Ich musste schon ein paar Mal schmunzeln, weil das hat mich natürlich dran, wieder daran erinnert, an genau diese Momente. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie einmal bei minus 20 Grad im Wald sitzen, ohne Schlafsack, ohne Zelt und versuchen, 4 Tage zu überleben in Sibirien, oder wenn Sie nach 3 Stunden Schlaf morgens in den Raumanzug müssen, um dort 7 Stunden drin unter Wasser zu schuften, da gibt es schon Momente, wo man zwischendurch mal denkt, so, warum habe ich mir das jetzt ausgesucht? Aber da ist es dann eben genau an der Zeit, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wofür mache ich das hier eigentlich? Klar, ja, die Ausbildung ist hart, aber es ist auch ein Riesenkompliment der Weltraumorganisation, dass sie mir das Vertrauen geben, mit einer ihren Vehikeln in den Weltraum zu fliegen, die zur ISS zu fliegen oder vielleicht sogar Kommandant zu sein. Das entschädigt dann schon dafür. Das heißt, letztendlich sind diese Momente rar, aber man hat schon Härten. Vielleicht nochmal ein zusätzlicher Kommentar zu der letzten Frage, die fand ich auch interessant. Da ging es ums Alter, aber eben auch um andere Möglichkeiten bei der ESA. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch was wir hier erwähnen möchten, dass wir natürlich nicht nur Astronautinnen und Astronauten suchen, sondern bei der ESA, wir sind ja eine riesige, große Familie aus Ingenieurinnen, Ingenieuren, Wissenschaftlerinnen, Missionsteams, Leute in der Verwaltung, die alle an Missionen teilnehmen. Und tatsächlich in den nächsten Jahren werden hunderte neue Stellen frei. Und da sind wir natürlich auf die Expertise von allen Bewerberinnen und Bewerbern aus allen Bereichen der Gesellschaft angewiesen, einfach weil wir unser Team diversifizieren wollen. Und da sind natürlich Bewerbungen auch über 50 Jahre möglich. Das war jetzt wirklich nur eine Ausnahme für die Astronauten, damit die genügend Zeit haben, auch zu fliegen. Aber das ist im Moment 63. Und wenn Sie da drunter sind, bitte bewerben Sie sich auf eine von unseren Stellen. Wir freuen uns darauf, weil wir nur dadurch eine gute ESA sein können, die für die Menschen in Europa Weltraumfahrt betreibt, dass auch alle Menschen da repräsentiert sind aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das stimmt, Alex. Es gibt viele, viele Arten und Weise, an einer Raumfahrtmission teilzunehmen. Nicht nur Astronauten. Wenn Sie sich die Vacancy-Notice für Astronaut und Parastronaut angucken wollen auf der Careers-Webseite von der ESA, werden Sie auch sehen, die anderen Stellen, die offen sind bei der ESA. Vielen Dank für dieses Kommentar. Alex, ich möchte gern jetzt die Bühne eröffnen für Selina Thaler. Jetzt habe ich geklickt. Mal gucken, ob das diesmal klappt. Ja, wow. Hallo, Selina vom Standard. Ich habe jetzt leider die Kamera vergessen. Wir können Sie gut hören. Und ich wollte fragen, weil vorher auch über das Missionstraining gesprochen wurde. Es gibt ja auch analog Astronautinnen und Astronauten. Gerade auch bei uns in Österreich gibt es ja das Österreichische Weltraumforum, das sich damit beschäftigt. Inwiefern ist denn das auch ein Vorteil, wenn man da schon als analog Astronautin Erfahrung gesammelt hat? An Herrn Seine, bitte. Rüdiger. Ja, das ist die Analogaktivitäten sind natürlich interessant, weil man einzelne Komponenten, die Astronauten auch im echten Raumflug mitbekommen, schon auf dem Boden mal ausprobiert hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man mit den Gruppenaktivitäten mehr Erfahrung hat, mit Kommunikation mehr Erfahrung hat, aber auch mit den Stressfaktoren, die Alex und Samantha ja auch angesprochen haben, Erfahrung hat. Also das kann durchaus zu Pluspunkten führen. Es ist jetzt nicht so, dass wir an einer Analogveranstaltung teilgenommen irgendwo einen Checkmark haben, aber das wird sich dann gegebenenfalls in unserem Auswahlverfahren eben tatsächlich zeigen, dass jemand schon Erfahrung in einem Expeditionsumfeld gesammelt hat und sich entsprechend zu verhalten. Danke, Rüdiger. Es gibt noch eine Frage in dem Chat von Victoria Schmidt. Welche Aufgaben warten nach bestandenem Auswahlverfahren konkret die Astronauten? Vielleicht eine Frage für dich auch nochmal, Rüdiger. Was hat die ESA vor mit den neuen Rekruten? Ja, die erste Aufgabe nach der Einstellung bei der ESA wird für die neuen Astronauten tatsächlich erstmal das Basistraining sein. Also in einem Jahr werden wir da versuchen, die
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen die Leute kommen. Die werden ja nicht alle genau die gleiche Ausbildung und genau die gleichen Erfahrungen haben. Das versuchen wir anzugleichen und bringen in diesem Basistraining die neuen Astronauten auf ein Niveau, das wir mit unseren internationalen Partnern ausgemacht haben, damit sie dann in der Lage sind, sehr effektiv in späteres Training für eine Mission einzusteigen. Natürlich ergibt sich ein kleines Problem, das müssen wir auch sagen, wenn wir 4 bis 6 Astronauten einstellen, die zusammen durch das einjährige Basistraining laufen, dann kann immer nur eine oder einer für die erste Mission, also die nächste Mission, ausgewählt werden. Die anderen haben dann eine Phase, in der sie andere Aktivitäten machen. Da ist vor allen Dingen Unterstützung der laufenden Weltraummission wichtig, als Eurocom, also als Kommunikator zwischen den Bodenkontrollteams und der ISS beispielsweise, aber auch Mitarbeit in technischen Vorbereitungsprojekten ist wichtig, denn die Expertise, die uns die Astronauten bringen und der spezielle Blickwinkel, den die Astronauten auch schon nach dem Basistraining haben, der ist unheimlich wichtig, auch für die Ingenieursteams, um gute Produkte herzustellen, damit wir mehr Forschung durchführen können und damit die Bedienung des Raumschiffs ISS und der Komponenten, die die ESA dazu beiträgt, gut funktioniert und damit wir wirklich durchdachte, effiziente Weltraumfahrt betreiben können. Also langweilig wird es den dann ausgewählten Astronauten, bevor sie für ihren eigenen Flug ausgewählt werden, mit Sicherheit nicht werden. Das können Samantha und Alex sicherlich auch noch bestätigen. Danke, Rüdiger. Langweilig wird es auf ESA TV auch nicht, denn es geht jetzt schon weiter mit der Pressekonferenz auf Italienisch und Spanisch. Hier müssen wir auschecken. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben in dem Panel. Vielen Dank an alle Journalisten für die tollen Fragen. Es geht weiter für Sie auf media@esa.int für individuelle Interviews. Vielen Dank auch an die Zuschauer auf ESA TV und viel Glück an die zukünftigen Kandidaten und Kandidaten. Tschüss. Tschüss, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Viel Glück. Viel Glück, ja. Bewerbt euch, bitte.